Bösewichten in The Walking Dead gibt es wie Sand am Meer. Die einen sind gut, die anderen sind eher, naja, ich nenne es mal langweilig. Und zwar wurde ich von euch gefragt, was ist denn mein The Walking Dead Schurken-Ranking? Was sind denn meine Top, in dem Fall 11 Schurken bzw. Antagonisten in The Walking Dead? Und ich glaube tatsächlich, dass ich mit diesem Ranking sehr, sehr viel Kontroversität und vielleicht auch ein paar Hot Takes hervorbringen werde. Wenn euch das also interessiert, bleibt gerne dran und ich heiße euch damit direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Ja, wie gesagt, The Walking Dead Schurken gibt es unfassbar viele. Viele gute, viele schlechte, viele große, viele kleine. Und ja, heute gibt es mein Ranking dazu. 11 Schurken bzw. größere Gegenspieler habe ich hier mal aufgestellt. Es geht hier erstmal nur um die Walking Dead Hauptserie. Für The Walking Dead und die anderen Nebenserien habe ich hier erstmal rausgelassen, weil das vielleicht ein bisschen zu viel gewesen wäre und das auch noch für sich eine Kategorie ist. Außerdem möchte ich direkt sagen, es ist hier mein Ranking, meine persönliche Meinung. Wie gesagt, ich werde hiermit einen riesigen Hot Take aufmachen, bin ich mir ziemlich sicher, es wird einige von euch geben, die sagen, bist du komplett bescheuert? Und ja, wenn das eure Meinung ist, absolut fein. Außerdem möchte ich direkt erwähnen, ich habe hier wirklich nur größere Bedrohungen hinzugefügt. Als Beispiel einen Shane habe ich hier gar nicht erst aufgelistet. Weil er für mich zwar ein Bösewicht ist und auch ein Gegenspieler zu den Protagonisten, aber halt einfach in einer anderen Art und Weise, wie die anderen in der Liste quasi aufgetaucht sind. Tja, fangen wir doch einfach mal an und wir starten mit Platz Nummer 11. Und ich glaube, hier wird mir fast jeder zustimmen können, denn ich habe hier die Krankenhausgang bzw. Officer Dawn draufgepackt. Ja, beim Durchplanen der Liste ist mir aufgefallen, dass das ja wirklich mehr oder weniger als Schurken und als eigene Kategorie dargestellt wurden. Teilweise zumindest und gerade halt Officer Dawn da als großer Antagonist für die paar Folgen quasi stand. Ja, und was soll ich sagen? Ich muss sagen, für mich waren es keine Bösewichte, es waren einfach komische Leute. Gerade Officer Dawn hatte einfach nur einen Schuss weg. Der Rest des Krankenhauses war eigentlich vollkommen okay. Ein paar Leute dabei, die nicht so cool waren, ein paar dabei, die eigentlich vollkommen normal waren. Aber da es offiziell von The Walking Dead als Antagonistengruppe bzw. als Antagonisten aufgelistet wird, habe ich sie hingepackt und auf den letzten Platz, weil es für mich einfach, naja, keine große Bedrohung war, ist, soll. Das Einzige, was wir dadurch verloren haben, ist halt Beth. Finde ich schade, aber ja, deswegen auch auf dem letzten Platz. Auf Platz Nummer 10 habe ich die Wolves. Ja, ich muss sagen, ich bin von denen nicht so überzeugt gewesen, denn am Anfang fand ich die Idee dahinter gar nicht mal so schlecht. Sie wurden als sehr, sehr mysteriös, vielleicht auch kultmäßig dargestellt, so mit ihren Ws auf den Stirn und ja, keine Ahnung, wo Morgan auf den einen trifft und dann wird so geredet, ja, das ist unsere neue Aufgabe, wir müssen kämpfen und töten und das ist ja wie ein Spiel und irgendwie die Wolves waren interessant aufgebaut, aber waren halt dann einfach komplett beschissen umgesetzt, beziehungsweise halt einfach vielleicht zu schnell umgesetzt. Ich habe schon mal im vorherigen Video gesagt, die Wolves waren einfach nur so eine Begleiterscheinung zu den Saviors, da der Weg halt zu Negan geebnet wurde. Ich muss sagen, die waren jetzt nicht so krass. Es sind super viele coole Dinge wegen denen passiert, allein Carols Auftritt da in dieser Staffel, wo die Wolves da halt Alexandria angreifen. Super genial, aber die Wolves an sich sehe ich weder als große Bedrohung, noch als irgendwie coole Gruppe, weil es halt einfach mehr, es hätte mehr draus gemacht werden können. Das gibt es hier ganz oft auf der Liste, dass ich einfach sage, man hätte mehr draus machen können. Deswegen, also die Wolves sind an für sich eine Idee gewesen, die ich gefeiert hätte. So wie gesagt, dieses Mindset von wegen, ja, das ist, wir müssen das und das machen damit. Ne? Irgendwie war das ja schon so sektenmäßig, würde ich mal sagen. Auf Platz Nummer 9 packe ich die Claimer. Die Gruppe, bei der Daryl ja mal kurze Zeit war, mit Joel, mit dem Typen mit der Rotmachete, dem Rick die Kehle rausgebissen hat. Warum die überhaupt hier sind, weil es halt schon für diesen Moment wäre Rick nicht so krass badass gewesen, wenn eine Gruppe gewesen wäre, die hätte Michonne, Carl, Daryl und Rick umgebracht. Die hätten unsere Hauptcharaktere einfach mal aus dem Leben genommen. Warum sie super schlecht gerankt sind? Sie sind super langweilig. Ich finde deren System so von wegen, ich setze da auf meinen Anspruch und deswegen gehört mir das Essen und das war so komisch. Ich fand's absolut komisch. Also natürlich irgendwo macht es vielleicht Sinn und anscheinend hat es ja auch gut bei denen funktioniert, so zu leben. Aber man muss auch sagen, es ist auch keine dynamische Gruppe, die sich gut miteinander versteht oder die gut die Chemie zusammen hat. Es ist eher so ein, wir sind zusammen, weil wir zusammen sein müssen und zusammen halt einfach stärker sind. Aber man muss sagen, sie haben uns halt auch wirklich eine coole Szene gegeben mit halt Rick, der ihm die Kehle rausbeißt, mit allem Möglichen, was diese Gruppe hatte, aber ich weiß nicht, es waren super lame Charaktere irgendwie. Kommen wir zu Platz Nummer 8 und hier packe ich die Scavengers hin. Ja, Jadis und ihre Schrottplatztruppe. Warum sind es überhaupt Antagonisten, ist die Frage, die sich mir hier stellt. Ich finde, grundlegend sind es einfach nur komische Menschen, weil, was heißt komische Menschen? Eigentlich sind es so voll die normalen Menschen. Sie lassen für den richtigen Deal
machen sie halt. Also es sind im Prinzip wie Söldner. Gib denen den richtigen Preis oder das richtige Angebot und sie werden die Seiten wechseln. Ich muss sagen, gegen Ende fand ich die Scavengers wesentlich interessanter und auch cooler, wenn man ein bisschen mal deeper dahinter geguckt hat. Aber grundlegend fand ich sie super lame, weil sie halt irgendwie nur genervt haben, gerade am Anfang mit diesen, die Art, wie die geredet haben und irgendwie das, ich weiß nicht, es war alles so komisch aufgebaut. Ich finde gerade dieses, hier auf dem Schrottplatz, aber die werden hier super selten angegriffen, weil die Walker einfach nicht hinkommen. Finde ich ein bisschen komisch, also ich finde schon, da hätten die Walker gut Probleme machen können eigentlich. Einzige, was das halt wirklich gerettet hat, ist halt Jadis. Sowohl in The Walking Dead als auch im späteren Verlauf von Spin-Offs und so, ist sie eigentlich ein ganz cooler Charakter und vor allem interessanter Charakter. Ich schreibe Jadis nicht als eigenen Schurken auf, deswegen die Scavengers, weil sie ja auch die Entwicklung zum, ich nenne es mal, Guten und dann wieder zum Bösen und dann doch wieder zum Guten gemacht hat. Jadis ist so ein bisschen ein Springer, aber man muss hier sagen, Scavengers waren halt alleine keine Bedrohung, finde ich jetzt so. Die waren halt eine Bedrohung in Kombination mit den Saviors nachher. Sie wären aber auch eine Bedrohung gewesen mit Kombination in Alexandria, deswegen so eigenständig nicht so wirklich, aber ich muss sagen, an für sich die Idee auch hier ziemlich cool, aber irgendwie hier und da hat es halt ein paar Macken. Auf Platz Nummer 7 packe ich die erste große Bösewicht-Fraktion und zwar kommt hierhin das Commonwealth. Einige werden sich jetzt denken, warum so niedrig oder so schlecht platziert? Ich muss sagen, grundlegend finde ich das Commonwealth geil. Die Umsetzung mit ihrem Militär, mit den Ausrüstungen, dieses, wie sie aufgebaut sind, die Stadt, also die befestigte Stadt, wie sie agieren, dass sie Training machen, dass sie in Militär haben, was wirklich die Sicherheitszone, sage ich mal, beschützt und auch, dass das Commonwealth an für sich quasi steht und überhaupt dann eine vernünftige Politik versucht zu führen, die Betonung liegt auf Versuch, fand ich ziemlich cool. Ich muss sagen, nicht so ganz bin ich dafür, dass man hier in der Apokalypse so viel Politik mit einbezieht, gerade weil man sich denkt, Alter, es soll zur Normalität zurückgehen, aber das wirkt irgendwie immer so, ja, man versucht so einen Kack dann trotzdem rein. Aber das Commonwealth hat eine Besonderheit und das war halt wirklich eine massive Größe, Stärke und vor allem auch Struktur, ähnlich wie das CRM halt. Was ich gerade beim Commonwealth super interessant fand, war halt einfach dieses anfängliche, okay, sie wirken schon ein bisschen komisch, aber doch eher wie, okay, wir sind gut, wir haben hier Feiern, wir feiern Feste, wir haben hier Jobs, die du machen kannst, ihr kriegt Wohnungen und ne, Militär macht auch normale Einsätze. Und dann blickt man halt langsam hinter die Kulissen und sieht, okay, da ist doch nicht alles so toll, wie es scheint. Und man sieht, okay, die haben doch viel Scheiß und Dreck am Stecken. Und dann ist halt das Commonwealth schon als Gegenspieler ziemlich interessant gewesen. Ich finde gerade mit Hornsby und mit, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, die Chefin da. Gerade die zwei so in Kombination war super interessant. Irgendwie wie die auch dann Alexandria, Oceanside und Hilltop und so eingenommen haben. Es war mega, mega cool. Gerade, dass die das Commonwealth ja gesucht haben, aus der Not der Whisperer heraus, macht es halt nochmal so interessant. Wirklich, man ist mit einer guten Absicht hingegangen, man hat gemerkt, oh, da ist Scheiße und Dreck am Stecken und dann ja, wird man halt auch aussortiert. Commonwealth, auch wenn die letzten paar Staffeln wirklich nicht so die stärksten waren, in meinen Augen eine coole Antagonistengruppe, die sich aber halt auch eher so nicht 100% böse, aber nicht 100% gut ist. Es war ja, man merkt ja nachher spätestens bei Negans Hinrichtung, dass sich die Soldaten auch denken, hey, Moment mal, wir sind hier nur Menschen, wir wollen hier leben. Es war also eher wie beim CRM, eine kleine Spalte im Commonwealth, die halt ungute Absichten hatte und dann halt Scheiße gebaut hat. Und wenn wir schon vom CRM sprechen, packe ich es doch direkt auf Platz 6. Ähnliche Gründe wie beim Commonwealth. Es ist eine super organisierte Truppe. Man muss jetzt hier sagen, klar, die Informationen, die ich jetzt hier ausspreche, kommen hauptsächlich durch The One to Live, weil in The Walking Dead selbst ist das CRM ja nicht wirklich, naja, es ist nicht existent. Es wird hier und da mal angeteased, aber grundlegend habe ich sie mit reingepackt, weil es ja schon im ganzen The Walking Dead-Universum der Hauptaggressor und der Bösewicht ist, wo man dachte, dass es da quasi zielführend irgendwann hingeht, einen großen Krieg gegen die zu führen. Aber wie gesagt, grundlegend selbe Punkte wie beim Commonwealth. Was mir hier nochmal ein bisschen mehr gefällt, ist aber die Uniform. Und auch hier finde ich diesen Gedanken, dass es wirklich nur ein Teil des Ganzen ist, was hier Böses im Busch hat. Was Böses? Böses! Finde ich ganz geil, weil man muss sagen, es springt nicht immer jeder mit auf den Zug. Auch bei den Saviors waren nicht alle grundlegend böse und nicht alle grundlegend gut. Gut und böse in The Walking Dead habe ich immer ein extra Video zu gemacht, werde ich hier einfach mal verlinken. Ist sowieso was ganz Kritisches oder was ganz Sensibles, weil es einfach nicht wirklich erkennbar ist, was gut und was böse ist. Aber das CRM, finde ich, ist als Gegenspieler dann doch nochmal ein Ticken cooler als das Commonwealth, weil es halt nochmal mehr militärische Ausrüstung hat. Die haben ja wirklich alles. Waffen, Autos, Helikopter,
Schiffe, von mir aus Atombomben, ich weiß es nicht. Das Einzige, warum ich die CRM nicht höher ranke, oder ich würde sagen Platz 7 und 6, also Commonwealth CRM, ist ungefähr auf einem ähnlichen Level. Der einzige Grund ist wirklich The One to Live, weil mit The One to Live hat man gesehen, hey, es schafft einen Rick und eine Michonne, das komplette CRM auszulöschen. Und da wurde so viel Coolness und Spannung rausgenommen, dass es hier halt doch so niedrig gelandet. Mit Platz 5 komme ich wohl wahrscheinlich zu dem ersten großen Hot-Take hier, weil Leute sich schon denken werden, warum kommt hier eine Platzierung, ist noch keine Gruppe so schlecht platziert worden. Und zwar auf Platz 5 packe ich die Reaper. Ich muss nicht erwähnen, dass die Reaper für diese letzte Staffel die langweiligsten Antagonisten so quasi waren. Sie waren nicht krass, wurden krass aufgebauscht und dann waren sie doch irgendwie doch kacke. Aber, und jetzt muss man sich einfach mal zwei Sachen vor Augen halten. A, wie sie eingeführt wurden. B, ihr Erscheinungsbild. Das ist jetzt Punkt A, wirklich dieses Optische. Und auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, ich finde, es ist eine realistische Antagonistengruppe gewesen. Ähnlich wie die Claimers. Dass die Reapers entstanden sind, finde ich super realistisch. Deren Waffen sind super realistisch. Es ist nichts irgendwie abgehobenes, abgespaced. Ist wie halt das CRM oder das Commonwealth und ich finde, das ist halt in der Apokalypse immer ziemlich geil, wenn es was ist, was bodenständig ist. Wie gesagt, die Einführung der Reaper, mega geil. Auch Pope an für sich ein super interessanter Charakter, aber hier muss ich auch sagen, das Potenzial, was es darin gab in den Reapern, wurde halt extrem wenig genutzt, bis hin zu gar nicht genutzt. Die hätten viel früher eingeführt werden müssen und viel länger eingeführt werden müssen. Ich hätte es nice gefunden, wenn das irgendwie zur Zeit von den Saviors oder ein bisschen früher schon so eine Gruppe gewesen wäre, die halt schon für Unruhe sorgt, vielleicht dann auch gegen die Saviors gegangen wäre. Aber hier muss man halt einfach sagen, es war nicht genug Zeit, um diese Gruppe vernünftig aufzubauen. Plus, man muss auch sagen, die Art und Weise, dieses Düstere und ne, hatte halt schon viel Savior-Geschisse und wahrscheinlich hat AMC sich auch nur so gedacht, packen wir mit rein, da halt hier die Reaper, eine Ähnlichkeit zu den Saviors und dann hat man nochmal so einen kleinen Throwback und ja. An für sich finde ich es eine coole Truppe, nur es ist halt wirklich das Potenzial ultimativ verschwendet worden. So, auf Platz Nummer 4 und jetzt werde ich definitiv von einigen schon gehasst werden, packe ich, ja, die Saviors, Negan. Ja, auf Platz 4, nicht mal auf dem Treppchen. Ich komme auch gleich dazu zu erklären, warum. Ich möchte hier wirklich die Saviors als Ganzes nehmen, nicht Negan als einzelnen Bösewicht, weil Negan ist ein fucking krasser Badass, keine Frage, ein krasser Charakter, müssen wir nicht drüber reden, aber die Saviors als Ganzes. Ich finde, es ist eine super geile Truppe, nach wie vor, wirklich, ich finde es, wie es aufgebaut wurde, geil, ich finde die Art, wie sie sich verhalten, mega heftig, das Sanctuary, super geiler Spot für eine Apokalypse und ich glaube, der einzige Grund, warum ich sie so ein bisschen schlechter ranke, ist, ich persönlich finde, es wurde zu lange gezogen. Also man hat halt wirklich gefühlt 3 Staffeln am Stück nur die Saviors vor der Nase, was nicht schlecht ist, weil es gut gemacht wurde, aber irgendwann hing ich da und dachte mir so, boah, können wir mal bitte zum nächsten gehen, weil an für sich sind es eine geile Truppe, aber die wirkt aber auch nur mit so einer Handvoll Leute. Also man muss sagen, Negan, Simon und der Typ, der beim Kingdom war, die drei jetzt mal als Hauptpunkte, waren das krasseste an Sanctuary. So, dann gab es da noch 2-3 andere, die auch heftig waren und der Rest waren dann einfach nur Soldaten und der Rest davon waren dann einfach nur normale Arbeiter. An für sich hatten die zwar viele Leute und auch verschiedene Außenposten mit der Satellitenstation und, aber irgendwie wirkte das halt alles so zusammengepanscht. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, der Krieg gegen Negan, einfach eine legendäre Staffel in ganz The Walking Dead. Unfassbar geil. Die Saviors, wie gesagt, eine super coole Truppe, heftig aufgebaut. Und auch durch die Einführung mit Eugene, der dann für die arbeitet, aber doch gegen die arbeitet. Und selbst Eugene als Savior war super cool irgendwie, hatte da super eine coole Art drauf. Aber wie gesagt, für mich ist, glaube ich, wirklich, und da könnt ihr mich jetzt auch für steinig, wenn ihr wollt, das ist einfach jetzt meine Meinung, für mich war es echt zu lange. Es hat sich ein bisschen zu sehr gezogen und irgendwie war dann auch gefühlt, der ganze Krieg, also es war nichts Neues. Du kämpfst gegen die, du schießt gegen die, also als Antagonistengruppe finde ich wirklich die ganzen Saviors grundlegend komplett, Sanctuary mit den Saviors, war nicht so brutal krass wie die nächsten Platzierungen. Das ist der Hauptpunkt. Alle auf dem Treppchen fand ich persönlich wesentlich krasser, cooler oder halt einfach brutaler. Und brutal starten wir direkt rein und zwar auf Platz 3 packe ich die Terminus-Kannibalen. Und da muss ich sagen, nahezu perfekt umgesetzt als Antagonistengruppe. Man kommt hin, man denkt, es ist Zuflucht, es ist super sicher hier. Es stellt sich raus, jo, Arschlecken, es sind Arschlöcher. Dann stellt sich raus, es sind nicht nur Arschlöcher, es sind menschenfressende Arschlöcher. Dann hast du
zwei Folgen einen unfassbar geilen Kampf gegen die. Mega blutig, mega brutal, alles heftig. Rick in seiner nahezu Prime, alles unfassbar, unfassbar geil. Also diese erste Folge, wo die in Terminus da ausbrechen, Hammer. Mit der Background, also mit der Story quasi, dass das Carol das mit der Explosion veranstaltet und alles Mögliche. Das Ganze ist super geil. Plus, es kommt ein paar Folgen, wo Ruhe einkehrt und dann kommen die einfach wieder. Sie essen Bobs Bein und dann bekommen wir in der Kirche unseren Red Machete Rick. Und das, wie Gareth auf den Knien ist und Rick sagt, ich habe dir schon mal ein Versprechen gegeben. Und dann mit der Machete und Sascha und Abraham waren es, glaube ich, oder Glenn oder Maggie. Irgendwer, die hauen den anderen mit den Kolben der Sturmgewehre die Köpfe ein. Die Terminus-Kannibalen sind so, also wenn man dies das erste Mal sieht, man rechnet nicht damit, dass es so krass wird. Und ich muss sagen einfach, wie sie so geworden sind, finde ich halt auch super plausibel. Es ist einfach, rundum sind die gut abgeschlossen. Einfach eine episch geile Truppe, die aber auch nicht zwei Staffeln da ist. Die waren 3 Folgen, vielleicht 4, 5 Folgen quasi effektiv da. Sagen wir mal, vielleicht 3, 4. Und dann wurden die abgeschlossen und es war cool. Es war einfach cool. So, Platz 2 wird definitiv der kritischste Punkt hier sein. Und da werden mir wirklich einige nicht zustimmen. Und das kann ich teilweise sogar verstehen. Aber für mich ist es einfach eine super geile Schurkengruppe. Und das sage ich oftmals in verschiedensten Videos. Auf Platz 2. Packe ich die Whisperer. Ja, ja, ja. Ich höre schon das Tastenklappern. Wie kann man die Whisperer eher auf Platz 2 setzen über die Saviors? Das ist eine Kacktruppe. Alpha ist scheiße. Das ist super langweilig und super kacke und hier und da. Und teilweise stimme ich euch zu, es ist wirklich manchmal extrem zäh gewesen. Aber die waren eine andere Art von Bedrohung. Nicht nur, dass sie unsichtbar zwischen den Zombies durch die Gegend gelaufen sind, nein, sie konnten diese Zombies sogar nutzen, um anzugreifen. Die Einführung der Whisperer mit Eugene und Rosita, die im Schlamm liegen und man hört die Walker, vermeintlichen Walker, reden. Pure Gänsehaut. Dann der Tod von Jesus in diesem nebligen, ich nenne es mal Friedhof, was ist ein Friedhof, keine Ahnung, in diesem nebligen eingezäunten Ding, wo er das Messer in den Rücken bekommt von dem Walker und der ihm ins Ohr flüstert und man muss sich vorstellen, was Jesus sich gedacht hat. Er dachte sich wortwörtlich Jesus Christ. Diese Einführung. Dann Alpha als Charakter. Ich muss nach wie vor sagen, Alpha, finde ich, ist schwierig. Es gibt super, super geile Szenen mit ihr. Es gibt aber auch mega viele lame, langweilige Szenen. Nach wie vor finde ich die Stimme, die deutsche Synchro von Alpha, unfassbar scheiße. Ich hätte Lydias Stimme, also deutsche Lydia und deutsche Alpha, einmal getauscht. Fände ich wesentlich cooler, glaube ich, weil Lydias Stimme wesentlich weniger bedrohlicher wirkt. Und Alphas Stimme ist immer so happy, creechy. Was vielleicht auch gerade deswegen so creepy ist, wenn man dann die Vorgeschichte von ihr noch weiß, bezüglich Tales of the Walking Dead, ist Alpha ein super interessanter Charakter. An für sich die Whisperer auch mit Beta. Beta, was ist das für ein Brecher? Dieser Typ, der ist ein Monster. Dieser Fight gegen Daryl, unfassbar geil. Ich muss sagen, die Whisperer haben so viele geile Szenen in diese Serie gebracht. Das Ganze mit dieser einen Rothaarigen, ich habe ihren Namen vergessen, die dann sich mit Aaron trifft. Was mit Aaron? Ich glaube mit Aaron oder so. Die dann mal gut, mal schlecht und hier und auch Lydias hin und her fand ich anfangs super nervig. Lydias Charakter wurde nach hinten raus irgendwie cooler. Da fand ich ihn nicht so geil. Aber wir haben so viele krasse Momente bekommen und ich glaube, dass die Whisperer so wenig gemocht werden, ist halt A, wir haben super viele coole Charaktere durch sie verloren und B, es ist die erste Staffel gewesen nach Ricks Verschwinden. Ich glaube, dieser Hass auf die Whisperer ist ein indirekter Hass auf Rick ist nicht mehr da. Zumindest ist das meine Einschätzung, weil ich persönlich sage es jedes Mal, ich feiere die Whisperer super. Man hätte sie wesentlich cooler machen können. Definitiv keine Frage. Und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Momente, die absolut lame sind, aber grundlegend, alles mit den Whisperern ist einfach hammer, geil und episch in meinen Augen. Meine persönliche Meinung, wie gesagt, Beta, Alpha, die ganzen Fights zwischen denen, die Art, wie die Whisperer eine Bedrohung darstellen, die Fall-Szene, wie Alpha die Köpfe auf die Pfähle packt und sind wir mal ehrlich, pure episch, pur episch, Fakt. So, und zu guter Letzt auf Platz 1, ja, man wird es sich vielleicht schon denken, wenn man The Walking Dead geguckt hat. Hier packe ich hin den Governor. Ich würde hier auch nicht direkt sagen, der Governor als einzelne Person, aber die Governor-Truppe, alles rund um den Governor ist hier für mich auf Platz 1. Liegt einfach daran, ich fand die Gefängniszeit einfach hammermäßig geil.
Der Governor ist einer, ist der erste wirkliche Antagonist, große böse Gegenspieler. Der Governor hat einen Werdegang, der super, super interessant ist. Also grundlegend würde ich sagen, er war nie wirklich böse. Er hatte vielleicht nicht die besten Absichten, aber er wollte damit einfach nur die Leute um ihn herum beschützen. Dann wurde ihm was genommen und er wurde einfach nur hat so den psychischen Knacks wegbekommen. Ich bin der Meinung, all das, was er gemacht hat, wobei ich da sagen muss, das ist bei fast allen Schurken hier so, alles, was diese Schurken machen, kann man teilweise nachvollziehen, wenn man sich anguckt, was sie dazu getrieben hat. Aber der Governor ist einfach für mich mit einer der rundesten, krassesten Schurken. Er ist irgendwie gleichzeitig verrückt, charismatisch. Irgendwie kann man ihn auch mögen, also so nett finden. Der ist rundum einfach Hammer. Dieses Gespräch mit Rick in der Scheune allein, hammermäßig. Die Art, wie er auftritt, die Art, wie er aussieht, wie er agiert und was er alles gemacht hat. Ich finde den Governor wirklich rundum perfekt. Es gibt ganz, ganz wenig, wirklich nur minimale Sachen, die ich hier dran auszusetzen habe. Und da müsste ich wahrscheinlich jetzt auch überlegen, was es genau ist. Für mich ist der Governor der krasseste Schurke, weil er einfach der erste große Schurke ist. Seine Art, was er uns für Charaktere genommen hat, wie er sie genommen hat, einfach Hammer. Und wie gesagt, diese verschiedenen Fassaden von ihm. Dieses Nette, aber auch dieses Psychische. Einfach rundum ein krasser Charakter. Und man muss auch sagen, diese Staffel mit dem Governor, also beide Staffeln mit dem Governor waren so, keine Ahnung, haben die Charaktere richtig, richtig endgültig in die Form gebracht, wie wir sie brauchten, auf den Weg halt zu dem, was sie jetzt sind. Ich finde, der Governor war halt eines der prägendsten Ereignisse für die ganze Truppe. Ja, und das ist mein Ranking. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, habe ich irgendeine Gruppe vergessen oder so? Weil ich war mir nicht ganz sicher, weil es schien mir so wenig. Aber grundlegend ist das mein Ranking von den Bösewichten. Ja, wie gesagt, es gibt viele, viele Hot Takes hier drin. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung. Wie rankt ihr die Schurken? Warum sagt ihr, dass ich vielleicht den und den anders hätte ranken sollen? Und allgemein, denkt ihr, ist der Typ komplett neben der Spur, die Whisperer auf Platz 2 zu setzen? Was ist falsch mit dem? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bleibt natürlich dabei gerne freundlich. Das wäre so die mindeste Anforderung. Und denkt nach wie vor daran, jeder hat eine eigene Meinung und jeder hat eine andere Meinung. Die muss akzeptiert werden oder die sollte akzeptiert werden. Das ist meine. Deswegen, ihr habt gefragt, ich habe hiermit geantwortet. Wie gesagt, schreibt mir gerne Kommentare, euer Ranking. Wenn euch das Video gefallen hat, checkt gerne diese zwei Videos hier aus. Hier habe ich einmal mein Staffel-Ranking von The Walking Dead und hier packe ich noch irgendein anderes Video hin. Mal gucken, was. Wenn euch die Videos gefallen haben, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, jetzt will ich das Video aber nicht noch länger strecken, als es vielleicht sowieso schon ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.